Okay. Hier bin ich richtig. Es wird Zeit, dass der Vorhang hochgeht. Erstmal abchecken. Hier sind Kameras. Aha. Gelegenheitsraucher. Ist wohl draußen, um zu rauchen. Die weitere Kamera. Wie sieht's hier drin aus? Ich kann nichts erkennen. Aber so schon eher. Hm, wäre gerne ein Astronaut. So, so. Was mit dem? Nimmt Medikamente für Angstzustände. Hat Chlamydien oder AIDS oder sowas. Eklig. Den sollte ich mit Handschuhen anpacken. Was ist mit dir hier? Verdammt. Was ist mit ihm hier? Freigesprochen wegen Waffenbesitz. Sind ganz schön viele Jungs hier. Wird gar nicht einfach, die alle auszuknipsen. Vielleicht schleiche ich mich doch besser an ein paar vorbei. Hm, den einen oder anderen schicke ich schlafen. Und den Rest lasse ich mal schön im Glauben, dass hier alles ruhig ist. Eine Ballerei sollte ich nicht anzetteln. Zumindest nicht versuchen. Entriegeln. Aha. Schon ist es entriegelt. Okay, jetzt lassen wir noch den Gabelstapler runter. Okay. Und los geht's. Schön um die Ecke. Merkt er was? Der merkt sicherlich nichts. Okay. Schön leise. Gute Nacht, Kumpel. Na? Alles klar? Du hast Angstzustände. Es trifft sich gut. Ich muss den da hinten aber auch im Auge behalten. Wir könnten den Deckel hochfahren lassen. Oder den Autoalarm. Okay. Jetzt. Hey! Kuckuck! Keine Angst! Das Sandmännchen ist nur da. Okay, weiter, 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 weiter. Oh oh. Oh, oh. Verdammt. Möglicher Sichtkontakt. Ich möglicher das... was? Halt's Maul! Schnell. Und tschüss. Gut. Jetzt nur noch checken, ob der Rest irgendwie Aufmerksamkeit hat. Braucht. Nein, leider nicht. Okay. Trifft sich gut. Sind auch nur noch die zwei. Oder drei, besser gesagt. Sehr schön. Leise rein, leise wieder raus. Wow, 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 wow. Und, hast du den Defekt gefunden? Wahrscheinlich nicht. Jetzt zu ihm hier. Kuckuck! Zeit zum Schlafen gehen! Okay, ich bin drin. Alles klar. Ich bin im Gebäude. Kannst du irgendwas sehen? Der Lageplan zeigt einen offenen Platz da drin. Und zweifellos mehr Wachen. Ah, diese Hacks, die ich dir aufs Handy geladen habe, sind die perfekte Ablenkung. Damit kannst du die Ausrüstung von jeder Wache da drin stören. Was für Ausrüstung? Alles halt. Hack ihre Handys, Earpieces, Sprengstoffe. Heutzutage wird doch alles mit Chips gesteuert. Okay, ich versuch's. Kannst du die Büros scannen?
Such mir einen ungesicherten Laptop. Hab einen. Bradley Coughlin. Oh, nein. Er ist der Chef der Sicherheit. Ja, was auch sonst. Sobald ich drin bin, musst du schnell sein. Track den Anrufer und dann raus. Die Security wird den Einbruch ziemlich schnell bemerken. Sorg dich nicht um mich. Okay, okay, okay. Wir haben den Zugangscode gerade gehackt. Aber hier sind eine Menge Wachen. Richtig viele, um genau zu sein. Wir müssen nach oben. Das bedeutet, wir müssen die Treppe finden. Da ist sie. Und sie ist auch bewacht. Man hat sich gerade von seiner Frau getrennt. Schade, schade. Für ihn. Nach oben komme ich nicht. Erstmal muss ich hier vorankommen. Okay. Auf geht's. Der kommt. Okay. Los! Gott der Nacht! Okay, okay. Der erste schläft. Ich wusste es. Das kommt mir komisch vor. Oh oh. Das ist der Sicherheitschef. Zeit, ihn auszuschalten! Gut. Auch der schläft. Was ist denn da drin? Nix! Für deine Augen. Okay, okay. Schön langsam. Identifizier dich! Ja, hier! Bin das Sandmännchen. Hab mich identifiziert. Okay. Da oben sind noch mehr. Zwei Stück, um genau zu sein. Ich brauche eine Kamera. Okay, die habe ich schön ausgeschaltet, aber... Wie sieht's da oben aus? Mhm. Der hier kann sogar Verstärkung rufen. Okay. Ich orte keine Kameras mehr. Mist. Ich weiß nicht, wenn ich den jetzt umnocke... Da ist ja noch einer. Verdammt, den hätte ich beinahe übersehen. Oh oh. Hat da was gemerkt? Scheiße. Ich muss weg. Der kommt. Mist. Auch er kann Verstärkung rufen. Oh, oh. Okay, Kumpel. Zeit, deine Waffe zu senken und schlafen zu gehen. Danke. Braver Junge. Okay. War das der letzte? Ich bin mir da nicht so sicher. Gute Nacht! Der hat eine Kamera. Oh oh. Oh, Glück gehabt. Dachte, er guckt gerade in meine Richtung. Okay. Deine Kumpels schlafen schon, also geh du auch. Das war's. Okay, wir müssen hier hacken. Wir sind drin. Alles klar. Wir müssen einen Kanal wieder bauen. Kein Problem. Und offen. Und jetzt machen wir das Ganze... Keine Ahnung. Lassen wir das so laufen. Besser wär's. Dazu müssen wir aber hier jetzt... Jawoll. Und hacken. Oh.
das System ist auch nicht gerade einfach. Okay. Und ich bin drin. Aha. Vorgeladen wegen Tierquälerei. Ich sag dir, das ist nicht nur Werbung, das blockiert meine ganze Aussicht. Ein einziges riesiges Auge. Versuch du mal zu arbeiten, wenn dir das über die Schulter guckt. Ja, dann werde ich halt paranoid. Ja gut, gib mir eine Nummer, ich will mich beschweren. Nein, jetzt sofort, ich bleib dran. Gut. Und wir machen uns an deinen Rechner zu schaffen. Jemand hat sich reingehackt. Verdammt! Sperrt sofort das Gebäude ab! Findet ihn! Mist! Okay, du bist drin. Findest du den Anrufer? Ich suche gerade. Khalif! Die Bullen kommen! Die haben Hightech-Scanner, die man nur schwer stören kann. Du musst sofort da raus! Okay. Verdammt. Mist! Okay, jetzt wird's ungemütlich. Oh, verdammte Bullen, ey. Ah! Überraschung! Wo willst du denn hin? Komm schon! Lass uns das friedlich regeln! Na, komm schon raus! Boah. Kacke! Ich will euch eigentlich nicht töten, aber ihr lasst mir ja keine andere Wahl. Erledigt. Okay. Ein bisschen Kleingeld haben sie auch dabei. Wow! Oh. Okay, noch mehr. Alles klar. Wo steckt der denn? Wo bist du? Komm raus, Rambo. Ist der da unten? Nichts zu sehen, ich muss hier raus. Kacke. Da draußen die Kamera bringt mir wenig. Oh, was? Du willst spielen? Dann lass uns spielen. Erwischt. Weiß der Zeck, wie man Polizeiscans stört? Doch, ich glaube schon. Hier ist was. Ich schicke es dir jetzt. Komm ich hier raus? Das wird ihre Scans und Kommunikation in dem Gebiet stören. Und auch die Zivilisten. Okay. Entdeckung durch das CT, ja, daran hindern. Alles klar. Ah, ich kann es stören. Okay, das mache ich dann jetzt gleich. Was soll denn das? Okay. Gestört. Jetzt weg hier. Komm schon. Vorsicht, aus dem Weg! Mist, sie haben mich geortet. Jetzt muss ich weg hier. Boah! Verdammte Cops! Boah! Vorsicht, aus dem Weg! War keine Absicht! Verdammt! Oh Mann! Muss mir irgendwas überlegen, die loszuwerden. Oh! Jetzt! Ah, oh, Mist! Na, komm schon! Ich nehme mal diese Ausfahrt hier. Tschüss, Herr Officer! Ah, das bringt alles nichts! Okay. Bleib doch cool. Jawohl!
Erwischt! Den ersten bin ich los! Ich hab meine Strafzettel bezahlt! Erwischt! Okay, jetzt weg hier. Die Cops bin ich los. Ist aus dem Radius raus. Mein Akku ist leer. Zeit, ihn zu füllen. Okay, bin draußen. Bin entkommen. Das war eine Action. Junge, Junge. Okay, wir haben neue Fertigkeiten freigeschalten. Und zwar einen Skillpunkt haben wir wieder. Aber wir können so gut wie nichts kaufen. Das ist ärgerlich. Außer das hier, Köder. Nein, das kostet 2 Skillpunkte. Kostet auch. Nee, wir können absolut nichts kaufen. Schade. Okay. Dann lassen wir erstmal diesen heißen Wagen. Und dann... Wie sieht's aus? Hast du den Anrufer? Das Katz- und Maus-Spiel nervt. Ich hab deine Maus. Sein Anruf kam aus einem Apartment im Loop. Endlich. Sei vorsichtig, Aiden. So wie der sein Signal gebounced hat, ich glaube, er will, dass du ihn findest. Na, dann wollen wir ihn mal nicht enttäuschen. Okay, hier ist noch ein Turm. Vielleicht finde ich hier irgendwo einen Zugang. Hier ist noch eine Kamera. Aha. Mist. Doch. Okay. Entriegeln. So. Das ist schon mal entriegelt. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich hier hoch? Moment mal, habe ich da etwa einen Fahrstuhl gesehen? Tatsächlich. Oh yeah. Ab nach oben. Alter, hopp, hopp. Ein Fixauftrag. Keine Zeit. Muss den Turm hacken. Was? Mist. Das ist jetzt nicht den hier ernst, oder? Das ist irgendwo da hinten. Okay, vielleicht durch die Kamera. Und offen. Okay. Hier nach oben. So komme ich schneller aufs Dach. Dann hacken wir uns mal rein. Gut. Wieder ein Turm weniger in der Stadt, der mein Signal stört. Alles klar. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier wieder lebendig runterkomme. Oder ich nehme die Treppe. Eine gute Idee, aber ich glaube nicht, dass ich hier hochkomme, oder? Nein. Okay, dann halt nicht. Gehen wir erstmal wieder offline. Alles klar. Dann besuchen wir mal diesen Fixer. Hep. Setzen einen Punkt. Oh, der ist ganz in der Nähe. Der ist gar nicht so weit weg. Aber egal. Das Auto hier steht hier gerade so schön rum. Deswegen nehme ich das gleich mal. Vorsicht! Die Hackergruppe DeathSec übernimmt die Verantwortung für die Attacken auf das CTOS-Transitsystem. Züge erleben Störungen wie zum Beispiel falsche Weichenstellungen, verpasste Haltestellen und wechselnde Geschwindigkeiten. Ich rede nun mit dem Verkehrsspezialisten Pete Gunnarsson. Mr. Gunnarsson, ist das System anfällig für Hackerangriffe? Unser Transitsystem ist sicher und zuverlässig. Diese Hacker sind nur ein paar gelangweilte Jugendliche. Wäre das System gehackt, wüsste ich davon. Danke. Die Polizei untersucht den Fall, sagt aber, dass man DeathSec nicht ernst nehmen sollte. Das werden wir sehen.
Okay. Zeit zum Aussteigen. Danke für den Tipp. Für welchen Tipp? Der Typ bedroht meine Familie und will mich treffen. Er wusste genau, wie er mich trifft. Gut, ich schlucke die Pille. Okay. Muss mir irgendwie Zugang verschaffen. Hier sind keine bösen Jungs, oder? Nichts zu sehen. Kamera? Danke. Okay. Alles im Überblick. Ein Lift? Lassen wir gleich mal runter. Eine weitere Kamera? Wir könnten aber auch... Keine Ahnung. Ist eigentlich kein Problem, dorthin zu kommen. Was liegt denn da? Da liegt auch noch was. Und hier ist auch eine Kamera. Besser, ich hacke das von der Ferne. Mist. Versperrt. Gut. Okay. Gehen wir erst nochmal hier hoch. Ich habe gesehen, hier liegt was. Das will ich auf jeden Fall mitnehmen. Aha. Danke. So. Jetzt gehen wir wieder runter. Und dann nehmen wir halt die Treppen. Soweit alles gut. Das Ding kann gesprengt werden. Gut. Ich werde nicht erwartet. Das ist umso besser. Okay. Der Datenfluss teilt sich auf. Es gibt zwei CTOS-Kästen. Wusste ich's doch. Also gut. Zwei Kästen? Ich finde die Kasten. An dem Kasten kann ich nichts machen, solange ich nicht den anderen deaktiviert habe. Entweder laufe ich hin oder ich benutze die Kameras. Ich bin für die Kameras. Okay. Von Kamera zu Kamera. Keine Chance. Ist vielleicht hier noch irgendwo eine? Aha. Da oben ist er also. Gleich mal entriegeln. Das war der erste. Okay. Und zum zweiten müssen wir hinlaufen, so wie es aussieht. Aha. Runter mit dem Lift. Keine Kamera. Na gut, dann gehen wir den Lift halt wieder hoch. Da drüben ist es. Toll, jetzt bin ich oben. Okay, der Lift muss wieder runter. Haha! Und gehackt. Gut. Wieder zurück, so schnell wie möglich. Jetzt gilt es herauszufinden, was der Typ vorhat und warum er meine Familie belästigt. Okay, erstmal wieder ein Schlupfloch finden. Aha. Yep. Wir machen das so. So. Deaktivieren hier diese Sperre. Und lassen es so rein. Gut. Im nächsten Sektor. Alles klar. Wir müssen wieder von beiden Seiten offen. Gut. Da
Das muss aber auch wieder von beiden Seiten, so wie es aussieht. Mist. Es kann aber nur von einer Seite kommen. Außer ich drehe das hier. Aber dann funktioniert das hier nicht. Mist. Dann machen wir das halt so. Hä? Wie? Funktioniert nicht. Warum? Es wird von beiden... Es muss von drei Seiten angesteuert werden. Okay. Dann machen wir das so. Offen. Was zur Hölle ist das? Bellwether. Hä? Bellwether? Eine Schwachstelle erkannt. Ein Smartphone. Eine Kamera. Ich komme nicht an das Smartphone ran. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Gut. Dann auf die Kamera. Komme ich jetzt ran? Was ist denn das? Okay. Verfolgen wir mal diesen Anruf. Ich wusste, du findest mich. Geheimnisse zogen dich immer an. Wie geht's dir, Aiden? Damien Brinks. Was zum Teufel hat er vor? Ich hoffe, du machst die Spielchen. Ich wollte sehen, ob du es noch drauf hast. Wir müssen reden. Und du solltest dich beeilen. Dein Einbruch hat einen Alarm ausgelöst. Das ist nicht, was ich für uns geplant hatte. Aber wir werden gleich gestört. Komm zu mir. Ich suche einen schönen Ort. Warum belästigt er meine Schwester? Wir hatten keinen Kontakt seit... dem Erlob. Run. Oh.